But ordinarily, you can't say that you would tell your very heart to this one or that one. To some, it would be like putting it in a newspaper. Be all over town, half hour. Well, you wouldn't talk to a friend like that. But with Jesus, you can talk to any friend. You can talk to him as the best of friends. Why? Because he loved you before you even knew him. Thank you and welcome back. We are doing this program. Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wir strahlen dieses Sonderprogramm aus in Erinnerung an Mutter Angelika, die jetzt am Ostersonntag gestorben ist. Aber eine wichtige Botschaft von ihr war immer, mit Jesus Christus zu sprechen wie einen Freund. Das war das, was sie immer wieder empfohlen hat. Sie hat, das ist auch ein Zeugnis ihres Lebens, sie hat lange Stunden, immer 4 Stunden wenigstens im Gebet verbracht mit dem Herrn. Sie hat für uns eine Norm gesetzt. Wir sollten 2 Stunden Gebet verbringen für jede Stunde, die wir vor der Kamera stehen. Meine Schlüsselerinnerung an sie ist, in den 80er Jahren bis in den 90er Jahren gab es viele Menschen in der Kirche, die mit Theorien sich befasst haben, die damit beschäftigt waren, was man alles tun muss, um die Kirche zu versichern muss. Wir müssen die Liturgie hier ändern, wir müssen dieses und jenes ändern, um eben Menschen anzusprechen. Und Mutter Angelika hat deren Ideen nie gelabt, was sie geliebt hat, war immer Jesus. Und wegen ihrer Liebe zu Jesus liebte sie die Menschen, zu denen sie gesprochen hat. Sie hat sie nicht als Zuschauerschaft gesehen, um zu sehen, dass sie irgendwie, dass sie ihre Ideen überbringen wollte. Nein, ihr Interesse war, Honey, Süßer, kommst du in den Himmel oder nicht? Das war sie, was sie interessierte. Und deswegen wollte sie, dass alle Freunde Jesus sind. Und wir sollten jetzt Jesu Freund sein und nicht, bevor es zu spät ist. Und das war ihre große Sorge. Und einige denen, die sie nicht mochten und etwas und gegen sie opponierten, haben das nicht verstanden. Sie waren viel zu sehr fokussiert auf ihre eigenen Ideen, was die Kirche alles tun sollte. Man wollte Theologie ändern und Liturgien ändern. Darum hat sie sich nicht gekümmert. Ihr Fokus war immer Jesus Christus, ihr Blick auf Jesus Christus und nichts anderes interessierte sie. Das ist absolut wahr, bestätigt Michael Walser. Ich glaube, die große Lektion, die ich gelernt habe von Mutter Angelika, war wirklich, was es bedeutet, wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Und für sie war dies absolut persönlich, eine wirklich persönliche, physische, berührbare, fassbare Beziehung. Dass sie hat gewusst, was sie als Ordensfrau, dass sie Braut Christi war, das hat sie gespürt. Und ich erinnere mich an einen Nachmittag, da wir die internationalen Kanäle launchen wollten, haben wir viele, viele Stunden am Tag gerade in der Zeit miteinander verbracht, um zu gucken, wie wir die vielen internationalen Kanäle launchen konnten. Wir haben in Konferenzraum gewesen, wo wir die Satellitenschüsseln gesehen haben, Blickkonto. Und sie sagte, wenn deine Frau etwas von dir will, fragte sie mich, und sie bittet dich und fragt dich immer wieder, gibst du noch nicht irgendwann mal nach? Und sagte, natürlich gebe ich danach, Mutter. Und das ist mein Plan, das ist mein Plan mit dem Herrn. Wenn ich immer ihm auf die Nerven gehe, dann wird er mir irgendwann mal geben, was ich will. Und es war sehr komisch und sehr witzig, das ist aber typisch, wie Mutter Angelika halt war. Und als ich jetzt im Nachhinein darüber nachgedacht habe, ist eine unglaubliche Tiefe darin. Es ist etwas sehr Tiefes in
ihre Art und Weise dieses Umgangs mit dem Herrn. Und es war, gab natürlich Kontroverse, auch in Bezug auf bestimmte Bischöfe oder mit der Bischofskonferenz, als es damals die, beim Weltjugendtag Dinge gab, oder andere, die versucht haben, eine andere Form der liturgischen Sprache aufzudrücken. Und sie hat darauf immer sehr stark und sehr heftig reagiert, denn für sie, es war quasi immer ein persönlicher Angriff auf ihren Bräutigam. Es war eine, sie hat es als persönlichen Angriff auf Jesus Christus genommen, und das konnte sie nicht vertragen. Und insofern hat sie dann immer sehr reagieren, ja, wenn jemand meine Frau oder sein oder jemand angreift, den wir wirklich mögen, dann würden wir wahrscheinlich auch so reagieren, sehr heftig und sehr stark. Das ist eigentlich sehr menschlich und sehr natürlich und sehr normal. Und das war ihre Art und Weise. Das war genau diese Tiefe, dass sie wusste, es ist alles, es geht nur um Jesus Christus. Es ist alles, geht nur darum, Menschen Jesus nahe zu bringen, die eben nicht diese Beziehung zu Christus kennen, und dieses wieder zurückzubringen. Und das ist das, was sie immer wollte. Das sagt sie auch, wenn sie die Live-Programme begonnen hat, dass sie wollte über Jesus reden. Ja, wir sehen das auch, wie so im Grunde können wir damit sehen, auch wie das Maria Magdalena getan hat, die zu Jesus gegangen ist, zum Berg. Ja, und es waren die Frauen, die eben zum Grab gelaufen sind, und wo die Frauen am Grab dann gefragt haben, wo hat man den hingelegt? Und ich bin in den 70er und 80er Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gewesen. Es gab eine wenig Katechese, und Mutter Angelika war eine starke Stimme für die Menschen, die unsicher geworden waren. Es gab viele Heresien, und Mutter Angelika hat es denen begegnet und wollte einfach Klarheit reinbringen. In den 80er Jahren sagte, widerspricht etwas mit Spark, weil sie wollte eigentlich nicht die Heresien zu widersprechen. Das war nicht die Terminologie, die sie genutzt hat. Wir wollen nur über Jesus. Sie wollte nicht Heresien bekämpfen, sondern sie wollte nicht in die Kontroversen reingehen, sondern sie wollte Christus den Menschen nahebringen. Auch was den, es war halt mit dem Ereignis beim Weltjugendtag von Denver, was sie sehr erregte. Ich habe sie mal gefragt, ob ich eine Serie über New Age machen kann, habe ich sie gefragt, und über problematische Themen. In den 80er Jahren interessierte sie das noch gar nicht. Es war Denver, wo sie ein bisschen gefühlt hat, was alles passiert, also die, wo sie die, auch die Gegner innerhalb der Kirche gesehen hat, was Jesus Christus angeht. Das interessierte sie früher in den 80er Jahren überhaupt nicht. Sie wollte, dass die Schrift im Zentrum stand. Und als in den 90er Jahren die Sachen stärker wurden, hat sie auch darauf Bezug genommen. Aber das war sozusagen erst später, als sie sich mit diesen auseinandersetzt. Das war die Erfahrung vom Weltjugendtag in Denver. Und ich war damals der Produzent der Live-Übertragungen und war da mittendrin. Und das war für sie sozusagen der Wendepunkt, wo sie gesagt hat, ich habe die liberale Kirche satt in Amerika, und dann hat sie sozusagen auch, ja, ist sie auch in die Kontroversen mit reingegangen. I was reminded, she started televising the mass in 91, and in the beginning it's like, ich erinnere mich dann, dass wir 1991 eine Messe übertragen hat, und sie war im Wohnzimmer. Like you get to know the person, you're friends with them, you lead them to Christ,
Das war wirklich enorm, was Mutter Angelika damals auch in den 90er Jahren gemacht hat, wenn sie zu den Menschen gesprochen hat, wenn man im Wohnzimmer saß und sie über das Fernsehen zu einem gesprochen hat. Das erinnert mich so ein bisschen auch an das, was Papst Franziskus heute macht, wie er zu den Menschen, zu den Herzen direkt spricht. Und die Möglichkeit, dann irgendwie eine halbe Stunde einfach so zu sprechen und dass sie dann angefangen hat, auch sich sozusagen eine Konversation mit den Menschen zu betreiben, dass eben eine Call-In-Show war, dass Leute anrufen konnten. Und aus ihrem eigenen Hintergrund wusste sie auch, was Leiden hat und hat ein enormes Verständnis für die Menschen gehabt. For a paper I delivered at the Society of Biblical Literature Conference about mich gefragt habe, ist, wie lehrt man eigentlich über das Fernsehen? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und wenn wir in einem Klassenraum sind, sind wir vielleicht kleine Diktatoren, aber das ist sozusagen, dann ist im Klassenraum. Wenn man auf dem Fernsehsender bist, dann bist du Gast in den Häusern der Menschen. Das war ihre Vision, das hat sie mir immer gesagt. Also, du bist Gast in den Wohnzimmern der Menschen. Ja? Und im Klassenraum ist es anders. Aber das ist die Art und Weise, wie sie wusste, dass sie eben im Wohnzimmer der Menschen waren, in den Häusern der Menschen waren. Und deswegen fühlten sich die Leute auch sozusagen sehr angenehm mit ihr. Und das war ihre Sicht. Und der Keck bestätigt, also das ist genau das, was wir versuchen, dass wir sozusagen eine Familie sein wollen von Seiten von EWTN. Und dass wir den Menschen die Möglichkeiten geben, anzurufen und ihre Sorgen uns mitzuteilen. Und wir laden natürlich jetzt ein, auch dass Menschen auch jetzt bei der Live-Show anzurufen und ihre Erfahrung mit Mutter Angelika zu berichten. Wir sind eine Familie und schauen Sie einfach in unser Programm auf dem Internet zu sehen, was wir für Sendungen bringen. Aber auch diese Idee, dass es für Sie, glaube ich, nur eine Mission gab in den 80er Jahren. Sie ist da immer von Projekt zu Projekt gegangen und immer alles zu seiner Zeit. Sie war nicht, sie hat sich nie festgelegt, dass das etwas für immer ist, sondern sie hat sich immer dem Heiligen Geist anvertraut. Und wenn sie gedacht hat, soll in diese Richtung gehen, dann der Heilige Geist sagt das, dann ist sie diesen Weg gegangen. Und insofern war sie sehr flexibel. Sie war nicht verliebt in ihre eigenen Ideen. So, das war möglicherweise auch ein Grund, warum sie so erfolgreich war, weil sie wirklich dem Herrn einfach ganz vertraut hat. Michael Rosser ergänzt, der andere Teil davon ist, ihr ging es nicht um sich selbst. Und Raymond Arroyo hat eine wunderbare Chronik auch über die ganzen Kontroversen geschrieben in der Biografie, die es auch in der deutschen Sprache gab, über Mutter Angelika. Gibt es eine Biografie im Media Maria Verlag erschienen. Wenn ich das kurz hier ergänzen durfte. Sie hat so viele Schwierigkeiten in ihrem Leben. Es waren Kräfte, die gegen sie gewirkt hat, die versucht hatten, sie niederzudrücken, sozusagen. Und sie wusste, dass sie irgendwann mal vielleicht zurücktreten müsste, um die Mission von EWTN zu schützen. Und das hat sie getan, freiwillig getan. Und sie hat es nie bedauert. Und sie hat nie zurückgeschaut. Sie wusste, was zu tun war in dem Moment. Und das, damit ging eine besondere Gnade einher. Und man findet nicht so viele Gründer oder Gründerinnen in der Welt, die gerade auch besonders in den Medien, die bereit sind, zurückzutreten und die Position weiterzugeben an den Nächsten und eine bestimmte Position aufzugeben. Und sie tat das freiwillig. Und das sagt viel über sie persönlich aus und auch darüber, dass es ihr nicht um Mutter Angelika ging. Es war, ich kann das nur noch mal betonen, ihr ging es immer um ihren Bräutigam, über den Herrn, über Jesus Christus, um Jesus Christus. Father Mitch Pacwa ergänzt, sie hat niemals das Gefühl gegeben, dass sie das alles hätte tun müsste, die Shows machen müsste, sondern sie hat uns ermutigt, uns
Moderatorin zu werden und Sendungen zu machen. Alles war in Ordnung, es sei denn, es wäre gegen die Lehre der Tradition und der Schriften gewesen. Sie wollte keine Irrtümer verbreiten. Ja, ich war am Ende. Ich habe einige Telefonate mitbekommen, wo sie sagen musste, was nicht wahr ist, wo es Irrtümer gab. Wichtig war ihr, die orthodoxe, die Lehre der Kirche zu verbreiten und zu verkünden. Sie wollte nicht unbedingt spekulative Theologie betreiben. Ihr war wichtig und sie wusste, dass die Menschen wissen mussten, was die Kirche glaubt und was ihnen hilft, in den Himmel zu gelangen. Father Mark ergänzt. Es war enorm. Sie hat ihre Fernseharbeit hier gemacht und ist dann wieder zurückgegangen ins Kloster und hat doch zu beten. Sie war wirklich, hatte so losgelöst im Grunde, auch gar nicht nachgedacht, wie gut, ob sie gut angekommen sei oder ähnliches. Darüber hat sie nicht nachgedacht. Sie hat ja auch mit der Augenklappe nach dem ersten Schlaganfall gehandelt. Und sie war einfach da und wollte den Menschen ein Zeugnis geben und die Botschaft überbringen. Und das war ein enormer Wert. Ja, da krieg bestätigt, es war einfach keine Performance im Sinn, sondern es war einfach die Art und Weise, wie sie war. So hat sie auch die Sendungen gemacht. Und da kick ergänzt, wie Michael Warsaw erkennt, es war, sie hatte sich nicht groß vorbereitet, sondern wenn man hier in den Nebenräumen im Studio war und der Studiodirektor hat dann gesagt, es gibt noch 20 Sekunden noch, bis die Sendung startet. Und sie war noch nicht mal im Studio selbst. Ja? Und sie ist einfach so rausgegangen und sie hatten, als sie dann runtergezählt haben von 10, hat sie sich gerade mal hingesetzt auf den Stuhl. Und dann hat sie oft gefragt, direkt zu Beginn der Sendung, worüber soll ich heute Abend reden? Und hat dann gefragt und dann hat sie mir manchmal die Bibel gezeigt und sagt, hat mir ihre Bibel gegeben, hat gedacht, tu das Lesezeichen irgendwo rein, das Band irgendwo rein. Und dann hat sie einfach im Stuhl gesessen zu Beginn der Sendung und der Regisseur, der Direktor hat dann gesagt, okay, jetzt geht's los und dann hat sie einfach die Bibel da geöffnet, wo eben dieses Band drin war. Und dann hat sie eine Stunde darüber gesprochen und über die Passage, die dann im Evangelium dort, in der Heiligen Schrift dort gestanden hat. Also das war schon enorm. Also das war wirklich witzig. Wir machen noch mal eine Pause und sind gleich wieder zurück. Also bleiben Sie bitte dran und wir nehmen auch Ihre Anrufe entgegen und freuen uns, von Ihnen zu hören. Bis gleich. Did you ever remember as bad as things are sometimes? That in my father's house there are many mansions. And then he said, I go to prepare a place for you. Did you ever think of that? What an awesome thing that the Almighty Lord is preparing a place for me and you. Jugend und Kirche. Lange Zeit schien das ein Wortpaar, was so überhaupt nicht zusammenpasst. Die Kirchen wurden leerer und junge Menschen fand man kaum, die mit ihrem Elan, mit ihrer Freude und mit ihrem Jungsein kirchliches Leben bereicherten. Doch beim Tod von Papst Johannes Paul II. Im April 2005, da waren sie plötzlich alle da, junge Menschen, aus der ganzen Welt. Und so konnte der neue Papst Benedikt XVI. Feststellen, die Kirche lebt und sie ist jung. Und dann die große Erfahrung des 20. Weltjugendtages 2005 in Köln, wo bis zu 1 Million junger Menschen aus der ganzen Welt das gefeiert haben. Eine Gemeinschaft des Friedens und des Glaubens,
in der es keine Unterschiede gab zwischen Rassen, Völkern und Nationen und in der das ein bisschen da war, wo alle Menschen träumen, wo sie sich sehnen nach dieser Gemeinschaft der Freude und des Glaubens. Die Kirche lebt und sie ist jung. Ich glaube, dass immer mehr junge Menschen in Kirche Werte suchen, dass sie Überzeugungen suchen, dass sie Menschen suchen, die echt sind, die lebendig, die sprühen von einem inneren Feuer. Die Päpste, Johannes Paul II. Und Benedikt XVI., die sind überzeugend und bei denen fühlen sich junge Menschen wohl. Sie wollen hören, was sie zu sagen haben. Aber das gilt auch für jeden von uns, die wir uns als katholisch bezeichnen. Sind wir überzeugend, einladend für junge Menschen, sprüht aus uns einem Feuer, was Begeisterung zeigt und was anziehend ist für junge Menschen, für ihre Suche nach Glaube, für ihre Suche nach Jesus Christus. Denken wir darüber nach, die Kirche lebt und sie ist jung. But as those who were invited proved unworthy, go to the crossroads in the town and invite everybody you can find. Isn't that wonderful? That's the rest of us, you bunch of sinners out there. You know, it's kind of cool that Mother could just call us a bunch of sinners and get us to laugh. Ja, herzlich willkommen zurück. Also es ist wirklich enorm. Also sie konnte uns, die Mutter Angelika konnte uns alle Sünder nennen und gleichzeitig mit uns lachen. Also das ist sie. Also wir haben hier einige Anrufe. Wir haben hier Maria. Maria, ich rufe Sie von New Hampshire an. Und was ist Ihr Kommentar und Ihre Fragen? I felt privileged and blessed. Ich war sehr privilegiert, wie Gott durch Mutter Angelika zu mir gesprochen hat. Und das war, sie war ein großartiges Zeugnis für das Evangelium. Und ihre Botschaft war Gottes Botschaft. Und Gottes Botschaft ist zeitlos. Und insofern liebe ich nach wie vor Mutter Angelika Classics, Mutter Angelika Sendungen zu sehen. Und sie spricht immer noch zu uns. Und ich hoffe sehr, dass der Fernsehsender Mutter Angelika Live weiterhin ausstrahlen wird. Und sie ist sozusagen das globale Mikrofon für den Herrn, wenn man so will. Sie geht wirklich in die Tiefe und sie hat, ähnlich wie Mutter Teresa, hat sie gesagt, ich kann zwar nicht alle Menschen erreichen oder die ganze Welt bewegen, aber ich kann einen Stein ins Meer werfen und die Wellen werden es weitertragen. Und ich möchte einfach diese Erfahrung und diese Dankbarkeit mit Ihnen teilen. Ja, herzlichen Dank, Maria. Ja, Mutter Angelika Classics, das ist die Sendung, wie wir in Deutschland nennen, Mutter Angelika Live. Es ist nicht nur hier in den Vereinigten Staaten, sondern wir hören ja auch aus Deutschland zum Beispiel, wie gut es auch in Deutschland und auch der deutschen Erfahrung entspricht, ihre Erfahrung. Und das heißt einfach, dass ihre Erfahrung die weltweite Erfahrung ist von Menschen, auch in Deutschland. Ja, und das war unsere Erfahrung, als wir auch begonnen haben im Spanischen. Und dass da auch die Spanischsprechenden angefangen haben zu lachen. Und dann haben wir erstmal gedacht, ja, okay, der Spanische kann mit ihrem Temperament irgendwie ganz gut zusammenkommen. Und dann haben wir gedacht, naja, wie sieht das aus mit den Deutschen, ob das klappt mit der deutschen Sprache? Und wie du sagst, sie ist wirklich enorm aufgenommen, auch in Deutschland, und wirklich umarmt und hat einen großen Einfluss. Und Menschen nennen sie auch in Deutschland begeistert auf. Und das erleben wir eigentlich überall, selbst auch auf Ukrainisch oder Lituanisch und Litauisch und Französisch übersetzt, auch in Koreanisch ist mittlerweile Mutter Angelika schon übersetzt. Und ihre Botschaft hat überall hat Erfolg, trifft die Menschen ins Herz. Und sie wird immer ein Teil des Programms von EWTN bleiben. Und ja, wir möchten auch unseren
Spanien auch sagen. Und auch diese Sendung wird live übertragen ins Spanische heute. Und es ist wirklich sehr wichtig, wie wichtig es ist, dass wir so viele spanische sprechende Menschen erreichen. Der Fokus war ja zunächst mal sind wir ja nach Kanada, haben wir uns ausgebreitet. Und dann ging es ja stärker in Richtung Südamerika. Und passierte alles in den Anfang der 90er Jahren. Und es war erst die großen Anstrengungen, dass wir versucht haben, nach Kanada reinzugehen. Und ich weiß, dass damals Playboy reinkam in den kanadische Welt. Und wir hatten etwas Schwierigkeiten, dort in Kanada auszustrahlen und dort unter den Sendern aufgenommen wurden. Das war natürlich alles sehr bizarr, die ganze Geschichte. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Du hast natürlich völlig recht. Mutter Angelikas Klassik war sozusagen ein Opener, hat uns Türen geöffnet. Und es ist wirklich so, dass damals wir auch gesehen haben, der liebe Gott führt uns vielleicht in eine andere Richtung. Und dann haben wir angefangen, den ersten spanischen Kanal zu starten. Und Mutter Angelika hat dann versucht, ist dann nach Amerika gereist. Und ich hatte die Ehre, mit ihr zu sein und von ihrer Vision zu hören, von EWTN Español, also von der spanischen Ausgabe von EWTN, also spanischen Kanal. Und dieser Kanal hat enorm, und dieser Kanal sollte auch die Mentalität und die Kultur der jeweiligen Region widerspiegeln. Und des lateinamerikanischen Kanals von EWTN. Das war sozusagen die Erfahrung, und sie machte dort auch die Erfahrung natürlich in Bogotá und ihre besondere Verehrung für das Jesuskind, für das Child Jesus, und war auch eine Grundlage sozusagen des Klosters, das sie dann gebaut haben, das ganz besonders auch dem Jesuskind gewidmet ist. Father Mark sagt, ja, es ist enorm. Sie bildet diesen Schrein für das Allerheiligste Sakrament in Hensville. Und wenn man dort reingeht, ist es eine riesengroße Monstranz. Und es ist natürlich gar kein Zweifel, dass sie uns an dem Ort erinnern will. Lasst uns den Herrn als König zuerst setzen und verehren. Er hat die Priorität. Das alles erinnert uns natürlich daran, auch schon das physische Gebäude, wenn man so will, der Kirche. Die physische Grundlage ist Jesus Christus im Allerheiligsten Altarsakrament. Völlig wahr natürlich. Jesus Christus ist im Zentrum, und das hat man auch gesehen. Auch hier sehen wir in der Schulkapelle hier in Birmingham, sehen wir, dass das Allerheiligste im Zentrum dieser Kapelle ist. Und unsere Mitarbeiter kommen hier und beten an. Und jeder ist möglich, auch zum Teil, auch während der Arbeitszeit, einfach Zeit vor dem Allerheiligsten zu verbinden, vor Jesus Christus im Allerheiligsten Altarsakrament. Und als Mutter Angelika mit dem Kloster natürlich von hier weggegangen ist nach Hensville, es war so wichtig für sie, dort das Allerheiligste im Zentrum zu halten, in der Kapelle hier, natürlich auch in ihrem Kloster, und das auch sozusagen im Zentrum unserer Mission zu halten, das war ganz wichtig, und das war für sie ganz klar, dass die Anbetung des Allerheiligsten hier bleiben muss, hier sein muss und das Allerheiligste verehrt sein muss. Da ergänzt es vielleicht nur eine Anekdote, aber die mag das eine oder andere ergänzen. Sie hat immer wieder die eucharistische Anbetung gefördert, als sie quasi nicht besonders geachtet war. Und jetzt sehen wir, wie die eucharistische Anbetung wiederbelebt wird in vielen Diözesen. Und das ist vielleicht auch eine Frucht. Father Mitch sagt, der Bischof von North Carolina hat erwähnt, dass wir 25% Zuwachs an Priesterberufungen haben im Verhältnis zum Vorjahr. Das hat er uns erzählt. Und in einer weiteren Diözese gibt es heute die höchste Zahl an eucharistischen Kapellen, eucharistische Anbetung pro Gläubigen. Und
Das sind schon enorme Entwicklungen, die wir da sehen. Wir haben noch jemand anders am Telefon. Und zwar Janet Benkovich, eine Moderatorin von einer EWTN-Sendung. Ja, ich danke, es ist wirklich eine Ehre, hier diese Gelegenheit zu haben, mit euch allen zusammen zu sein. Und ich möchte einfach ehren, die das Leben und das Vermächtnis von Mutter Angelika Millionen von Menschen über auf der ganzen Welt sind von ihr betroffen worden, sind von ihr angesprochen worden auf der ganzen Welt. Wir erinnern uns mit großem Dank und mit großem Dank ganz besonders. Wann haben Sie begonnen, Programme mit EWTN zu machen? Ja, relativ früh habe ich begonnen. Die Geschichte von EWTN, damit bin ich eigentlich eine ganze Menge, bin ich auch sehr verbunden. Im 1987 bin ich zum ersten Mal zu EWTN gekommen und hat Mutter Angelika mir großzügigerweise angeboten, eine Sendung auch zu übernehmen, zu machen. Und ich habe eine Dokumentation gemacht zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte sie mich eingeladen, für Programme für EWTN zu machen. Und das hat dann in 1988 begonnen. Eine Sache, über die Sie uns, Janet, vielleicht etwas sagen können. Mutter Angelika hat einen bestimmten Instinkt gehabt für die Moderatoren und die Leute, die das Programm machten. Sie wollte sicherstellen, dass Jesus auf der Show, beim Programm mit dabei war. Und ich glaube, das war so eine besondere Erfahrung, dass sie genau wusste, den Instinkt hat, wer sollte Programme machen. Ja. Sie haben schon so viele wunderbare Sachen über Mutter Angelika gesagt. Und es war wirklich ihre Flexibilität auch, die ich schätzen gelernt habe. Und es war ein wahres Geschenk, dass sie immer geschaut hat, was will der Heilige Geist von mir? Und sie hat versucht, den Heiligen Geist zu folgen. Sie hat vielleicht versucht, das Maximum immer herauszuholen. Wenn sie wusste, dass der Heilige Geist sich bewegt hat oder etwas bewegen wollte, dann hat sie nicht gewartet, sondern sie hat sofort und schnell auf den Anruf des Heiligen Geistes geantwortet. Mutter Angelika ist so bedeutungsvoll in meinem Leben. Sie hat einen großen Input, einen großen Einfluss auf mein Leben und das auf viele Leben sicherlich auch. Und sie hat nämlich quasi, sie hat geistlich uns geleitet durch ihr Beispiel und ich habe immer versucht, von ihr zu lernen. Und wenn der Heilige Geist dich in eine gewisse Richtung drängt oder dich ruft oder sagt, hier, lad doch diesen Gast ein, dann soll man nicht darauf warten. Es gibt sozusagen immer einen bestimmten Moment, in dem die Gnade wirkt und wir sind seine Instrumente und wir müssen prompt darauf antworten. Und ich habe Mother's Timing, Mutters Timing sozusagen, davon haben Sie auch gesprochen, wann war wirklich exzellent. Sie hatte sozusagen das richtige Wort im richtigen Moment. Und wenn es notwendig war, über Kontroversen zu sprechen, dann hat sie da nicht gezögert. Und wenn es wichtig war, sich zurückzuhalten, dann hat sie das auch getan. Und ich denke, das kann uns alle inspirieren und dass sie durch ihr eigenes Beispiel uns gelehrt hat, wirklich dieses Beispiel zu geben. Ja, vielen Dank, Janet, für deine Kommentare. Father Mark erzählt, dass wir hatten mit Diakon Bill hier
ein Frühstück und wir waren für 5-6 Tage, hatten wir viele Gäste, die hier reinkamen und es war eine, ist auch wunderbar, über das vom Fernsehsender hier zu erzählen, wenn so viele Menschen hierher kommen und die ihren Beitrag leisten und wirklich nochmal zu erwähnen, die Offenheit von Mutter Angelika auf den Geist zu hören und ja, ich erinnere mich gerade daran, als Jeanette sagt, dass Mutter Angelika so schnell gearbeitet hat. Mutter wurde natürlich auch herausfordern und ich erinnere mich, als ich mit meiner Familie hier herunterkam, mit meiner Familie und wir haben das Studio hier und ich habe mit Diakon Bill gesprochen und sie sagte einfach zu mir und zu meiner Frau, ja, du machst doch hier raus, du möchtest doch hierher kommen, oder? Und das sagte ja, also sie hat uns schon herausgefordert, ja. Michael Wosso erwähnt, ja, ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren, er hatte Marcus Grody auf dem Programm, einen guten Freund. Und ich war zu der Zeit in Rom und habe dort etwas für die Eviten gearbeitet. Und sie hat das Programm mit Marcus Grody beendet, und zwar innerhalb von 2 Minuten. Und es war wahrscheinlich nicht 5 Minuten, nachdem die Show zu Ende war, hat sie mich angerufen, dass sie gerade dieses wunderbare Programm mit Marcus Grody gemacht hatte. Und dass wir ein regelmäßiges Programm mit ihm machen müssen. Und das war nachts zur Nacht. Und ich habe natürlich dann, ich brauchte einige Zeit, um überhaupt erstmal um wach zu werden, um zu spüren und zu merken und zu verstehen, was sie eigentlich wollte. Aber sie hat immer sofort reagiert und sie war mit Sicherheit motiviert durch den Heiligen Geist. There was some guy, ja, auch als die Father Mitch erzählt, als hier die ganze Sache begonnen hat, da haben ja, war ja Leute, die Garage gebaut haben oder. Und sie hat gesagt, dann einfach den Leuten, die Garage gebaut haben, ach, seht ihr eine Chance, dass wir diese Garage in ein Fernsehstudio umändern? Und dann, als die zu Ende waren damit, und dann hat sie gesagt, ja, meint ihr könnt lernen, eine Kamera zu handeln, eine Kamera zu bedienen? Das war so die Art und Weise, wie sie, Jody Copeland hat hier begonnen, der jetzt als Kameramann hier ist. Und das stammt alles aus diesen Jahren. Das ist wirklich erstaunlich, wie sie die erste Crew aufgebaut hat. Und sie konnte ja nur anfragen, die Leute, könnt ihr einfach arbeiten. Die Menschen natürlich, die in ihrer Umgebung sind, natürlich haben sich quasi auch in sie verliebt. Hey, Mrs. Jacobs ist am Apparat. Wo sind Sie her? Aus West Virginia. Vielen Dank, dass Sie uns anrufen. Was wollen Sie sagen? Ja, ich habe über viele Jahre Mutter Angelika verfolgt. Und ich habe unter Depressionen gelitten. Und ich habe dann über sie gelesen. Und mir ist jetzt ganz egal, wer das jetzt weiß. Und ich nehme mir die Medizin. Ich habe auch in einer italienischen Umgebung gelebt, wie Mutter Angelika auch. Und sie hat verstanden, was ich durchgemacht habe, auch durch ihre Erlebnisse. Und ich wollte auch heute Morgen nicht aufstehen, um die Messe zu verfolgen über EWTN. Aber meine Katze hat mich heute dazu gedrängt. Und ich habe dann gehört, oh, ich wollte das hätte ich nicht vermissen wollen, die Messe im Gedenken an Mutter Angelika. Also das war so eine Besonderheit. Und so war ich froh, die Messe heute zu verfolgen. Und ich weiß, dass was ich von ihr gesehen habe, ich denke, es ist okay, ja, dass sie jetzt an Ostern gestorben ist, und ich danke eigentlich für alles. Ich weiß nicht, ob sie das wusste, aber Mutter Angelika liebte auch Katzen, hatte auch eine Katze. Also Mutter Angelika meinte, er war vielleicht die wenigste Franziskanerin, wenn es um Tiere geht. Wir machen noch mal eine Pause und werden bald zurück sein. Bleiben Sie bitte dran. Musik.
I think our Lord allows me to be ready for about anything because the people don't know where to go. They want to be anonymous. They don't want everybody to know the name and address. And they have questions that nobody seems to answer, not because they're so technical or so profound. It's just simple things that, how do I survive? My husband left me and I have 3-4 children and what do I do? And I don't always have the answers, but I can tell them where to go to Jesus and Mary. There is a hot place. And once, if you ever get down there, there's no coming back. You say, Mother, you're just trying to scare us. You're absolutely right. I intend to scare the hell out of you. Because that's where you're going. I don't want you to go there. Welcome back. I mean, I can't help but laugh. I'm hearing these. Herzlich willkommen zurück. Aber ich, wenn ich jetzt diese Clips sehe, die wir eben gesehen haben, da kann ich nicht anders als lachen. Das ist so die Art und Weise, wie Mutter Angelika hier gesprochen hat. Es ist wie in den alten Tagen. Sie war so komisch und so witzig. Es ist und so direkt heraus. Also ich liebe diese Dinge zu hören. Es gibt noch mehr Zuschaueranrufe hier und wir haben Caroline an der Strippe. Hallo Caroline. Wo sind Sie her? Ich möchte Jesus danken für Mutter Angelika und für euch alle, für Father Mitch und die Priester. Und Mutter Angelika ist groß, ist aufgewachsen, nicht weit von dem, wo ich groß gewachsen bin. Mein Sohn hat ein Bein amputiert bekommen und ich war bei der Operation dabei. Und sie hatten mir dann damals noch erzählt, noch, dass meine Großmutter gestorben ist. Und dann hatte ich meinem Sohn, der auf die Amputation wartet, ich möchte die Messe dienen für seine Beerdigung, hat er gesagt, für die Beerdigung des Großvaters. Er sollte eigentlich dann in die Intensivstation kommen, aber er ist nicht in die Intensivstation gegangen und er ist tatsächlich mit dem amputierten Bein zum Begräbnis gegangen und hat mit dem amputierten Bein die Messe gedient. Und er hatte keine Schwierigkeiten, obwohl er es nur mit einem Bein. Und nach der Operation hat er 300 Dollar gesammelt für andere Menschen, die in dem Krankenhaus waren. Und dann hat er gesagt, bitte weint nicht, denn ich. Nicht zu weinen, also mit seiner Operation oder bei seinem Tod zu weinen. Und als er gestorben ist, und dann haben wir uns aber bemüht, nicht, dass wir nicht weinen sollten. Dann, damit ich glücklich bin mit Jesus. Und so haben wir versprochen, dass wir nicht weinen werden. Und wir weinten trotzdem und wir haben über den Pastor gebeten, ob er nicht beten kann dafür, dass Jesus ihr die Kraft geben konnte, dass sie nicht mehr weinen müsste. Und sie hat dann wohl eine Vision gehabt und dann hat sie wohl in einer Vision Jesus und den verstorbenen Sohn gesehen. Und als sie
So she went to Father and she told him what dann she ging saw. Sie durch die... And she said, Father, will you come visit me? Und sie hat mir sozusagen alle diese Vision erzählt. Und people ask me to pray for them and they don't come back and tell me if they got an answer. And he really got an answer to this prayer. So I want to thank. Und sie hat davon erzählt, dass eben ihr Gebet erhört worden ist. Und sie möchte einfach nur Jesus dafür danken. Also das war, ja, Caroline, vielen Dank für ihre Erzählung. Ja, Mutter Angelika hatte die Gelegenheit gegeben und uns immer wieder gelehrt, auf Gott zu vertrauen und in diesen wichtigen Momenten auf Gott zu vertrauen, wenn man Familienmitglieder verloren hat und immer wieder sich gewiss zu sein, die Gegenwart sich der Gegenwart Christi bewusst zu sein. Und das hat sie uns immer allen gelehrt. Und ich habe das auch für mich selbst gelernt. Natürlich, wir vermissen sie. Aber was uns freuen macht, ist, dass wir uns freuen können, dass sie jetzt nur mit Jesus ist. Ja. Heute Morgen während der Messe, als ich das Porträt von ihr gesehen habe, was ich so oft gesehen habe über die Jahre, jetzt bei der Heiligen Messe heute Morgen, und ihre Lächeln und der Glanz eigentlich, dieses Strahlen, das sie ausstrahlt. Und ich glaube, ich habe mich genau an die Freude erinnert, die sie jetzt wohl empfindet, beim Herrn zu sein. Ja, da kriegt er ganz der Trost. Die Anruferin hat eben ja von diesem Trost gesprochen. Diesen Trost war Mutter Angelika fähig zu geben, den Menschen, also dieses Vertrauen auf Jesus und mitzunehmen und diesen Trost mitzugeben. Das hat sie einfach gewusst. Und das Freudige ist, dass Mutter Angelika nicht mehr in Schmerzen ist. Und sie hat ja wirklich viel gelitten während der Zeit. Sie ist wirklich durch den Karfreitag gegangen. Und ich denke, wir sind alle überzeugt, dass sie nun dass sie hier ihr Purgatorium, ihr Fegefeuer schon erlebt hat und dass sie zum Herrn gekehrt ist. Und ich glaube, da sind wir alle von überzeugt. Ja, wir werden natürlich für sie bringen. Sie hat gesagt, wenn der Zeitpunkt kommt, wenn ich im Übergang bin, bitte betet für mich. Genau, ich erinnere mich auch, sagt Vater Mitch, wenn ihr über mein Leben erzählt und nicht die schlechten Dinge auch erwähnt, dann komme ich zurück, dann wünsche ich euch viele, viele Jahre Fegefeuer. Also sie war auch sehr bewusst über all ihre Fehler, die sie hatte. Sie hat sie nicht zugedeckt und sie hat einfach sich bemüht, sie zu überwinden. Aber wir haben einen weiteren Anrufer, Mary, hallo. Ich bin ursprünglich aus Nord-Alabama. Aber jetzt bin ich nach Indiana gezogen. Jahre zurück. Und eine Sache, die noch nicht, glaube ich, zur Sprache gekommen ist, ist, ich bin eine Konvertitin aus den Baptisten und ich habe keine Ahnung von der katholischen Kirche gehabt. Und wir haben viele Pilgerfahrten nun zum Schrein gemacht. Und Mutter Angelika hat mich vorgestellt, Father Groeschel, Bischof Fulton Sheen und auch zu Father Mitch vorgestellt. Großartig. Und wir waren ja oft auf Pilgerfahrten, auch nach Alabama. Und wir haben von Father Joseph Mary, Franziskanern, auch das Aschenkreuz bekommen am Aschermittwoch. Und sie hat mich eben, sie hat mir die Möglichkeit gemacht, eben all ihnen zu begegnen, den verschiedenen Menschen. Und ich habe unglaublich viel gelernt über EWTN. Ich habe den Rosenkranz gelernt, den Barmherzigkeitsrosenkranz und vieles andere mehr.
Und es ist großartig, dass die Kirche so universal ist. Und als Konvertitin habe ich viel Mutter Angelika zu verdanken. Father Mitch sagt, sie erinnere mich daran, eine besondere Qualität, die Mutter Angelika hatte. Und das war ein unglaublicher Respekt gegenüber Menschen anderen Glaubens. Sie hat eine Untersuchung und sie hatte Bluttransfusion und die Bluttransfusionen kamen von jüdischen Leuten und sie ist in Synagogen gegangen und sie hat dann eben auch gescherzt und sagt, nun bin ich glaube ich wahrscheinlich ein wenig jüdisch, also ein Teil jüdisch. Und sie hat einen unglaublichen Respekt gehabt, auch von verschiedenen Denominationen, protestantischen Denominationen. Und sie wusste, wo sie nicht mit ihnen übereinstimmt, auch umgekehrt, aber das hat sie nie begrenzt in ihrer Liebe zu ihnen. Und sie hat immer eine große Achtung gehabt. Michael Warsaw ergänzt, ich habe die Möglichkeit gehabt, ein Gespräch, eine Rede zu halten. Vor 500 oder 600 Leuten. Und am Ende war ich sehr erstaunt, wie viele Menschen zu mir gekommen sind und dass sie gesagt haben, ich erinnere mich daran, dass Mutter Angelika zum Tempel Emmanuel gegangen ist und vor der jüdischen Klasse gesprochen hat. Oder jemand anders, der zur episkopalen Kirche gebracht hat, die Mutter Angelika, um dort zu sprechen. Es waren viele Menschen unterschiedlichen Glaubens, die diese Begegnung mit Mutter Angelika gehabt haben. Und ich denke, das ist eine der Sachen, wo sie unglaublich fähig waren zu tun. Das heißt hier, wo es ja nur so wenig Katholiken gibt, dass sie die Fähigkeit hatte, ein Verständnis zu erwecken und auch Brücken zu bilden zwischen Katholiken und zu erklären, was wir tun und auch zu erklären, dass wir nicht das sind, wofür viele uns halten. Wir haben noch einen weiteren Anrufer, Mark. Von wo rufen Sie an? Ich rufe aus Minneapolis, Minnesota an. Ich kann das in Ihrer Sprache erkennen. Was möchten Sie sagen? Ich möchte zunächst einfach mein Beileid aussprechen für jeden in der Welt, aber auch jetzt von EWTN, die ihren Tod betrauern. Aber tu das einfach mit der Dankbarkeit für all das, was sie getan hat und was EWTN getan hat und geholfen hat. So Menschen wie mir selbst in meinem Gebetsleben, in meinem Glauben und dass sie mich näher zu Jesus gebracht hat und dass sie uns gelehrt hat, den katholischen Glauben gelehrt hat. Und das in einer einzigartigen Weise. Ich finde, es ist sogar einzigartig in der ganzen Geschichte der Welt, in der Art und Weise, wie EWTN die Menschen erreicht und wie EWTN hilft, Menschen dabei, ihr christliches Leben zu entwickeln, zu entfalten. Und ich möchte einfach nochmal Mutter Angelika denken und EWTN danken. Und ich bin froh, dass Mutter Angelika jetzt bei Jesus im Himmel ist und dass sie für all das belohnt wird, was sie hier auf Erden getan hat, als sie unter uns war. Ja, herzlichen Dank, sagt Father Munch, für Ihren Kommentar. Ich weiß nicht, warum es mir jetzt in den Sinn kommt, dass sie hat eine erstaunliche Qualität. Meine Lieblingsstory, eine meiner Lieblingsstories war auf einer der großen Konferenzen der Kabelfernsehbetreiber. EWTN war noch hatte eine ganz kleine Booth, einen ganz kleinen Stand mit ein paar Plastik-Rosenkränzen, die wir weitergegeben haben. In einer kleinen Ecke. Und ganz in der Nähe war der Playboy Network mit einem riesengroßen Stand. Und da kamen natürlich diese Frauen raus. Und das war natürlich nicht genau das, was Mutter Angelika vielleicht geliebt hätte. Aber sie ist rübergegangen und hat sich auf der Bühne dort aufgebaut und hat nur still dort den Rosenkranz gebeten. Die Männer sind dann alle zur Seite gegangen und sie die Leute beachtet hat, die Männer beobachtet hat, wie die Männer die Frauen beobachtet hat. Und am Ende,
waren die jungen Frauen, die eigentlich noch Mädchen waren, zu ihr gegangen und haben gefragt, können wir auch so einen Rosenkranz haben? Und das war so die Art und Weise, wie sie gehandelt hat. Sie hat einfach rübergegangen, hat keine Szene gemacht, sondern ist rübergegangen, hat einfach gebetet. Und das ist so dieser Einfluss, dieser Impact, den sie geben kann. Und nicht viele Menschen sind in der Lage, das so zu tun, wie sie das gemacht hat. Wir nehmen noch ein weiteres Telefonat entgegen. Sheila. Sheila, wo bist du her? Ich komme aus Minnesota. Ja, wunderbar. Yes, you guys have been just really an impact on me. Cause ihr habt wirklich einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ich habe einfach, bin keine Katholikin gewesen, aber ich habe Mutter Angelika geliebt und jeder liebte sie. Sie trifft einfach die Herzen der Menschen in ihrem Leben mit ihrer Sprache, mit ihrem Geist. Mein herzliches Beileid euch allen bei EWTN und möge Gott euch segnen. Und ich denke, sie ist einfach großartig. Ja, möge Gott euch sie alle segnen und ich liebe euch alle. Okay, herzlichen Dank. Wir danken das. Und wir wissen, dass ungefähr ein Drittel unserer Audienz, unserer Zuschauerschaft nicht katholisch ist. Und das ist einfach toll, dass wir auch Mutter Angelikas Haltung, dass wir immer ein Dienst sind für alle Christen und für alle Menschen. Wir machen noch mal eine kleine Pause und sind aber in Kürze wieder zurück und nehmen noch einige Telefonate entgegen. Wherever you are, that's where we are. We're on television, radio, shortwave, AM and FM, and internet. Wherever there is rot, we're there. If I'm going to talk to that poor fellow in the pew, the guy in the living room, whether he's Christian or not Christian, doesn't matter. Hello, this is Mother. I'm going to really have to experience some of his problems if I'm going to reach him. I'm going to have to know that when I ask him to depend upon God's providence, I'm going to have to feel the pinch. What you're doing in my life, but I know for sure that you love me. I don't find that the abundant life is a car in every garage, a chicken in every pot. I find sometimes life stinks, and there's nothing you can do about it. And I don't want to tell that man it's going to be right tomorrow. It may not be right tomorrow. All I want to say is, look, let's hang in there together. Welcome back to our show in memoriam of Mother Angelica. Herzlich willkommen zurück zu unserer Live-Sendung anlässlich des Todes von Mutter Angelika, die am vergangenen Ostersonntag gestorben ist. And that's certainly true with the ja, Vater Mark, was sagen Sie? Ja, es ist wirklich wahr, dass in dieser Medienwelt das im freien Fall ist, wenn man die Werte betrachtet. So that's a suffering for people. I mean, constantly being hammered by these bad messages. Es ist natürlich wirklich ein Leiden für die Menschen, dass sie immer von den vielen negativen Nachrichten zu tun hat. Und insofern ist es wirklich ein Segen, dass es EWTN gibt mit den Vietnam. Wir sollten auch erwähnen, dass sie sowohl eben Menschen anspricht, Protestanten, Menschen unterschiedlichen Glaubens anspricht. Das Fernsehen bringt ja auch immer, wir bringen ja immer die vielen Live-Übertragungen mit dem Papst von Johannes Paul II. Über Benedikt XVI. Und Franziskus. Und das macht, freut unglaublich viele Menschen, dass eben auf die Art und Weise EWTN hilft, dass auf der ganzen Welt die Stimme der Kirche gehört werden kann.
Father Mitch erinnert sich, dass sie sich erinnert hat, dass eben ein Kabelfernsehbetreiber EWTN 4 oder 6 Stunden Zeit gegeben hat und der Rest war auf dem Sender, war für einen pornografischen Sender, glaube ich. Und sie sagte, ich mag das, weil die Leute aufwachen und genau, wenn sie, sagte, wenn die einschlafen, sehen die Männer sozusagen eine Art von Frau und wenn sie wieder aufwachen, sehen sie mich. Und darüber hat sie gedacht. Also, das hat sie gesagt. Also, sie wollte einfach, das hat sie einfach mit sehr viel Humor genommen und sie hat eben sich an alle gerichtet. Ja, Duck Keck erwähnt, EWTN ist versucht überall zu sein und das war vor 20 Jahren, als Mutter Angelika gesagt hat, EWTN muss überall sein und wir müssen natürlich auch ein Gewicht darstellen, auch um einen Ausgleich vielleicht auch zu bieten für all das, was sonst im Fernsehen zu sehen ist. Let's go to another call. We have Carolyn. Wir haben hier einen weiteren Anruf von Caroline. Hi, where are you from? I'm from El Paso, Texas. Great. Ich bin von El Paso, Texas, sagt Caroline. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Was möchten Sie sagen? Of course, I could go on and on about her. Ich könnte natürlich vieles, vieles sagen. Aber was ich wirklich liebe, das ist einfach ihr Humor, und der mich wirklich immer zum Lachen gebracht hat und auch. Sie hat einen Fernsehsender gesendet, hat wirklich, Gott hat einen bestimmten Humor, dass er sie dazu ausgewählt hat, diesen Sender zu gründen. Ja, und im Grunde hat sie den Sender gegründet mit einem Loch im Grund. Einer der Leute hier vor Ort haben zu ihr gesagt, das ist aber ein großes Loch hier. Das müssen wir doch irgendwie auffüllen. Und braucht ihr noch ein bisschen Dreck und Schmutz? Und der hat dann eben, dann haben eben die so Leute eine Menge Schmutz gebracht, um eben dieses Loch zuzumachen, damit das Kloster gegründet werden konnte damals, als sie hierher gekommen ist. Es war wirklich enorm, als die $200 hatte und dann hier hergekommen ist, um hier aus der Garage heraus den Fernsehsender gemacht hat. Das ist wirklich ein erstaunlicher Glaube und es ist wundersam. Da Keck ergänzt, das ist auch wegen des enormen Glaubens und des Vertrauens, das sie hatte in ihre Familie, dass die Familie, EWTN-Familie, ihr Werk auch unterstützt hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Das war auch eine Anekdote, als sie ihr einen Kredit haben wollte und dann ihr Kloster angeboten hat. Der Banker sagte, das geht doch gar nicht. Aber Mutter Angelika sagte dann dem Banker, sie machen doch immer schlechte Geschäfte, aber sie können doch wenigstens Jesus Christus vertrauen. In einem weiteren Anhören haben wir hier aus Mississippi. Ich möchte gerne etwas mit Ihnen teilen. Etwa vor 10 Jahren habe ich EWTN entdeckt und Mutter Angelikas Kanal. Und das hat meine Aufmerksamkeit seitdem genommen. Und ich bin eigentlich, habe mich in den Sender verliebt, in der Mutter Angelika. Und ich habe sehr viel Schmerzen gehabt und habe eine schwere Krankheit und wirklich unter schwersten Schmerzen erlitten und trotz Narkotika und das Einzige, was ich können wollte, zu Jesus zu beten. Und Mutter Angelika ist mir in den Sinn gekommen und ich habe gesagt, Mutter Angelika, bitte bete für mich. Und weil ich immer denke, dass sie zwischen Himmel und Erde eigentlich damals bewegt hat und dann habe ich immer gebetet, bitte beten Sie für mich. Seit dem Zeitpunkt kann ich wieder einigermaßen gehen und habe nicht mehr diese extremen Schmerzen, die ich damals gehabt habe. Aber das ist in meiner Liste drin.
Und sie hat mich so viel gelehrt über die Liebe Christi und ich möchte einfach Mutter Angelika so sehr danken und ich liebe Mutter Angelika so sehr. Ja, wir danken Sie für Ihren Anruf. Wir sind jetzt in den letzten, haben noch einige Minuten, wenige Minuten, vielleicht noch einige weitere Gedanken. Michael Warsaw ergänzt, wir können wirklich darauf zählen, dass wir nun eine besondere Fürsprecherin und, im Himmel nun haben, für EWTN, für den katholischen Fernsehsender EWTN mit Mutter Angelika im Himmel. Father Marker erwähnt, ja, es ist wichtig, wir brauchen die Gebete und es ist wunderbar zu hören, diese Kämpfe und Schwierigkeiten, die Menschen haben, zu hören und zu hören, was das, was EWTN ihnen und Mutter Angelika ihnen bedeutet. Ja, auch das eigene Leben, so erwähnt Doug Heck, ihr eigenes Leiden und dass das Leiden einfach ein Teil auch des Lebens ist. Und das erinnert uns auch an Johannes Paul II. Wir müssen eben auf Jesus vertrauen. Und ich möchte unsere ganzen Zuschauerschaften allen danken, dass wir alle hier bei EWTN Söhne und Töchter von Mutter Angelika sind. Und wir haben unser Leben eingesetzt und wir setzen unser Leben ein, die Mission von Mutter Angelika fortzusetzen. Das werden wir tun. Ich danke Ihnen herzlich, aber natürlich kann diese anderthalb Stunden, die wir jetzt hatten, nicht alles über Mutter Angelika erzählen. Und so werden wir auch morgen eine weitere Live-Sendung haben. Es ist 8 p.m. Eastern Time, das ist uns 2 Uhr morgens. Wir werden aber auch die Live-Sendung, die wir dann morgen um 2 Uhr in der Früh übertragen, wiederholen im Laufe des morgigen Tages. Es werden weitere Informationen auf unserer Website stehen. Wir werden heute Abend gemeinsam den Barmherzigkeitsrosenkranz beten um 21 Uhr. Es gibt Möglichkeit, auch den ausgesetzten, den Leichnam von Mutter Angelika, der hier dann im Kloster ausgestellt sein wird zum Gebet, wie Mutter Angelika hat immer sehr geschätzt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zuschauen. Wir bitten alle Zuschauer ganz herzlich, für Sie zu beten und für uns zu beten, für EWTN zu beten, dass wir ebenso in Liebe mit Jesus sind, in Jesus verliebt sind, wie Sie das waren und ihm treu sind. Und ich bin Vater und Father Mark und ich werden Sie nun segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Möge Gott Sie alle Seelen segnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute.